Einzelzeitfahren, ne? Ja, und damit herzlich willkommen. Dies war die Bande mit der 135. Ausgabe der Multiplayer. Wir sind ein bisschen in Eile, weil 3 Minuten Qualifying nur noch, danach geht schon ins Rennen. Ui. WTCC 2014 in Spa-Francorchamps, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Ja. Ach genau, ich wollte anfangen, der Ernst ist dabei. Hallo. Der Christian. Servus. Du darfst jetzt wieder mitfahren, ja? Ja, ich darf jetzt wieder mitfahren. Super. Der Patrick, das Gas. Oder ist er gerade nicht da? Na gut. Oh, hallo. Ja, geht doch. Mikro aus gewesen. Dann der Tim. Hallo. Der Sven. Der Lars, der aber gerade stumm ist wie ein Fisch. Okay, der bleibt auch stumm wie ein Fisch. Markus mit K. Yep, hallo. Der Tommy. David. Und der Tarek. Ja, hallo. Und das Wordy hat wieder vergessen, die Haarschaltung auszustellen. Ich bin so ein Held. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Liebe S3S-Leute, macht das mal automagisch. Also das erste Mal, dass ich Spar fahre in R3E. Ich brauch's jetzt eh nicht mehr versuchen, weil in 2 Minuten kriege ich keine Runde mehr hin. Also ja, ich hab's gerade geschafft, mich nach Orouge zu überschlagen. Bitte? Ich hab das nicht auf Video, weil ist ja eh Einzelzeitfahren. Ja, aber es sah so geil aus. Es war bestimmt 6-fach Überschlag. Also was richtig schön ist, dass man jetzt auch, dass sie die Schatten verbessert haben. Weil vorher konnte ich mit meinem Triple Screen, musste ich die Schatten ausmachen. Jetzt kann ich sie auf allen anderen, außer auf Spar, auf voll stellen. Ich habe immer noch 60 FPS. Das sind normalerweise, also das ist echt ein enormer Unterschied. Geht die Orange voll? Nicht ganz, man muss lupfen. Hui! Boah! Yes. Wieso bin ich getrieben und lange gerade? Länger oder? Das passt. Also beim Chevy passt's. Ah. Voll geht wirklich nicht. Alter, da tänzelt ja das Heck nur durch Orange. Ja. 2,40 haben wir jetzt am Ende der Geraden. Also wirklich vertrauenserweckend war das durch Orange nicht. Muss ich sagen. Die WTCC ist doch dieses Jahr hier gefahren, oder? Nee, doch nicht? Nein, dieses Jahr nicht. Ach, die ADAC GT Masters sind dieses Jahr. Ja. Ich glaube, das ist... Ja. Doch. Der ja, Lader macht auch Spaß, Ben. Habe ich gehört. Ritsch. Gehört nicht zu uns. Kenn ich aber. Ich nicht. Ach, war das nicht der, über den ich mich gestern aufgeregt habe? Den war ich nicht dabei. Sind wir eigentlich in der Aufnahme oder so? Ja. Also nicht zu sehr lästern, ne? Nee, ich habe ja keine Details gesagt. Ach ja, genau, du warst ja derjenige, der sich geweigert hatte. Ja, ich war auf der schönen Toilette. Ah, wunderbar, auf der schönen Toilette. Ihr habt auch eine unschöne Toilette? Ja. Okay. Nee, ja, also das ist eben der Lars noch mit einem besonderen Auftritt und hallo Lars. Moin. Viel Spaß. Bist du mit auf dem Server? Oder? Ja. War ja nicht Boxenstopp. Aber schon. Ich glaube 15, nee, bei 15 Minuten nicht. Na gut, das stimmt. 14 Leute sind wir momentan. Viel Spaß. Gutes Gelingen. Lassurs lässt grüßen. Und der Start. Tim kommt nicht von der Stelle, vom Fleck. Lass mich. Wo bremst man hier? Irgendwo, wo man den Gegner nicht reinfährt. Ja, hier nicht. Oh, geil. Du hast ein bisschen früher gebremst. Ja, ich habe mich nach dem Vordermann gerichtet. Wir hauen eigentlich drauf. Patrick, ich bin direkt. Ja, das war ich, sorry. Ich war noch innen. Boah! Hey, was macht der denn? Servus, Jungs. Wir sind jetzt 14er von 14, 13er und 12er. Da fliegt ein Rad über die Strecke. Was? Da ist ein Rad über die Strecke geflogen gerade. Nein! Chaos hoch 25 momentan. Da kam mir jetzt entgegen hier. Da geht die Kartrichtung hier. Oh Mann! Boah, ganze Karre kaputt, ey. Boah, ey, meine Karre ist sowas von für den Arsch. Und es ist das zweite Mal. Wieso kam dir der Fritsch entgegen, der Fahrt? Alter! Ich steh gleich durch. Weil er vielleicht keine Karte anhat oder so und nicht sieht, dass da einer kommt.
Ey, er ist mir frontal hinten draufgefahren, dann hab ich mich gedreht, dann ist irgendeiner mir draufgefahren und ich stand dann an der Seite und Tommy ist dann mir draufgefahren. Ich bin frontal in den Gelb geknallt, den Fritsch. Oder Fritsch. Ich bin frontal in die Reihen, Tim. Ach so. Ja, das ist übereigen. Da hab ich den Swordy schon wieder hinter mir. Ja, mach dir mal keine Gedanken, Markus, das wird schon. Ja. Wie hast du, Matthias, wie hast du eigentlich hingekriegt, dass du dich so weggedreht hast? Wann, wo, wie? Hier beim Ernst! Alter! Was mauert, wo du rückwärts fährst? Heide, nein. Wie ich mich beim Start weggedreht hab. Ja, ich weiß nur, dass ich dich irgendwie leicht berührt hab und dann warst du schon in der Wand. Ich war in der Wand, weil ich wollte rechts einbiegen und dann sind da nochmal drei ineinander geschossen. Da standen schon drei, vier Leute zusammen. Und irgendwie ist ja noch eine reingekegelt, hat die nochmal auseinandergeschoben und mich dann dabei getroffen. Ich wollte außen rum und dann wurde ich so abgelenkt, dass ich nur noch in die Wand kam. Hä? Ja, du warst links außen, aber... Ich schau mir das mal an. Ich wurde von rechts nochmal angetitscht und bin dann im Spitzenwinkel in die Wand. Nee, eigentlich voll die frontal in die Wand. Hui! Markus, wo hast du die 1,7 Sekunden Abstand her? Also die zusätzlichen? Frag mich nicht. Bestimmt aus meinem Momentchen mit Ernst gerade. Das war nicht nett, Ernst. Ja, ich konnte nicht anders rennen. Passiert. Markus, fährst du noch? Yep. Das ist unfair. Liegt das Rad rum. Alter Verwalter. Also ich weiß, der dich gedreht hat. Ja, da liegt wirklich ein Rad. Mitten in der Hohe. Das ist mein Rad, immer noch. In der Luft. Ich soll nicht mal gegenfahren. Mit Siemens Lufthaken festgemacht. Achtung, da steht einer. Nicht mehr. Der ist gerade weggeportet, nachdem du vorbei warst. So, ich fahr jetzt ein bisschen die M. Ich fahr mit. P1 Public Server. Okay. Ich denk mal, dass... Lohnt sich aber gar nicht mehr. Ey, warum denn? Weiß nicht, in 11 Minuten ist der Server. Egal. Warum habe ich denn jetzt einen Slowdown bekommen? Für was denn? Ich guck mal woanders. Können ja danach alle drauf. Theoretisch? Ja. Markus haut ab, das finde ich nicht gut. Ich probiere mal die Silhouette. Und Ernst drückt gleich von hinten. Ganz leicht. Jetzt, wie bist du rausgekommen? Was? Warum bist du nicht mehr auf dem Server? Ich weiß nicht, auf einmal war der Ton weg und das Ding nahm kein Gas mehr an. Ich weiß nicht, ob irgendwas gecrashed ist. Dann war ich doch mal ins Replay, hab ich auch gemacht. Weiß nicht, es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Auf einmal war der Ton weg, ich konnte kein Gas mehr geben und ich wurde automatisch in die Box geportet. Ja, dann war bei dir was kaputt. Ja, glaube ich auch. Soll ich das mal wieder anmachen? Format füllenden Chevy im Rückspiegel. Oh. Ich hab's gerade geschafft, mich in der Boxengasse zu drehen. Das passiert mir öfter. Ganz schön. Bitte, was ist? Ja, ist ganz schön wild. Ja, die sind halt Fronttriebler, Mann. Oh, das sind schöne Autos. Ach, der holt jetzt den dritten Platz zurück. Nicht auffahren. Ob er das Rad wegkatapultieren kann? Versuch's doch. Stapel dich doch mal so wie diese Porsche da im Porsche Cup. Ja, come on. Oh, alter Verwalter. Habe ich minimal das Tracklimit gestreift. Da haben sich aber schon ein bisschen... Da hatte ich gerade echt Angst, Ernst, deswegen bin ich auch ein bisschen zu weit links raus. Bist du vom Gas runter, oder? Ich habe kurz angebremst in der Eau Rouge und dann bin ich links raus, damit du mich nicht triffst, weil du ja doch mehr Überschuss hattest. Und dann gab es ein kleines Slowdown von 1,1 Sekunden. Das ist natürlich an der Stelle ein bisschen scheiße. Das stimmt.
Jetzt ist Tarek wieder 8 Sekunden vor mir und ich bin wieder das Letzte. Ja. So, dümpel da hinter euch her, so wie in Mugello. In Assetto. Das Rennen war schön. Das war der letzte Scheiß. Aber da werde ich schon eine Replay-Cam finden, wo mal ein paar andere gezeigt werden. Das habe ich ja zum Glück, das Replay. War nicht Mugello auch? Bitte? Ach nee, es war Sandford, was du wolltest. Ja, Sandford und keine Ahnung, irgendein anderes noch. Ach, Silverstone mit dem KTM wahrscheinlich. Meine glorreiche Sieges. Ja. Ich überlege gerade, wird. Doch, die glorreiche Siegesfahrt wird vor diesem Video erscheinen, von daher passet das. Kein Spoiler. Oh, ernst, du bist auch schon 6 Sekunden weg, das gibt's doch gar nicht. Was? Habe ich dich so aufgehalten? Bist du jetzt schon bis auf... Ich bin schon aufgehalten und bei dem bin ich zweimal hingeblieben. Du bist ja jetzt hier schon 2 Sekunden wieder an Tarek ran, das ist doch... Sag mal, nimm mal den Turbo raus, Junge. Ich gönn mir nochmal Brot. Mahlzeit. Hä? Ist gerade einer in die Box abgebogen? Oder klang das nur so? Klang nur so, okay. So, jetzt einmal durch die Radio ohne eine Zeitstrafe zu bekommen, das wäre echt geil. Bin ich jetzt auf deinem Server, Lars? Oh. Weiß nicht. Ja. Ja. Nicht. Lass uns gucken, wer gut. Nee. Die haben aber alle bei mir einen 5er Ping, also noch stimmt da gerade nicht. Aber der Sound ist. Als ob ich einen Sack Zement im Auto hätte, ey. Das stimmt. Abo untersteuern tun sie wie die Sau. Ja, das ist echt krass. Was fahrt ihr gerade für Autos? Silhouette Car. Achso. Ich war ADAC GT Masters. Ernst, langsam. Sorry, war ein bisschen. Nee, ist schon in Ordnung, war schon völlig in Ordnung. Entschuldigung. Ich bin gerade auf der Aufnahme. Komm, stopp's hier. Zum ersten. Oh Mann. Oh. Hey! Wolltest du gerade zumachen, Ernst? Ich wusste jetzt nicht, wo du vorbei wolltest. Ach so. Okay. Aber das war, fand ich nett, dass ihr gewartet habt. Jetzt mal Vollgas, ne? Ich geb immer Vollgas, so schnell wie es geht. Für mich, meine ich. Endlich bin ich mal vor dir. Und hinter mir gibt's schon Lichthupe. Wow. Wir müssen uns mal noch an die beiden da vorne rankämpfen. Bump Drafting? Versuch's mal. Ziehst du halt mit. Alter, wow, ich bin auf den Kopf gekommen, sorry. Hey, warum hast du verlassen da? Alter Schwede. Ich muss mal kurz gucken, wie das Ding das gar nicht. Fahr. Komm mal mit hier drauf. Ja, aber ich wäre eh, dass wir was anderes fahren. Waren die Dinger nicht gerade noch geil? Der Sound war geil. Ach mehr so. Nicht. Und deswegen lustiges Rennen. Vielleicht auch nicht, aber. DJM ist besser. Nein! Nicht schon wieder! Damit wurde ich Zweiter, damit bin ich zufrieden. Tschüssi! Masjuhut! Marsch! Wenn du da eine Slowdown kriegst, da bist du so gearscht. Hä, hey, wo hast du denn eine gekriegt? Am Ende der Radeon. Ja, ja. Das ist schon 2-3 Mal passiert. Könnt ihr euch nicht nochmal abschießen gegenseitig? Das fand ich gerade echt prickelnd. Irgendwie staubt sie schon wieder. Was macht ihr die ganze Zeit? Bin ich.
1,5 Sekunden Slowdown kosten mich 5 Sekunden auf der Strecke. Ist doch scheiße. Und das, obwohl man ja noch nicht mal richtig abkürzt. Oh, ich mag die Autos nicht. Schon wieder, ey, ich bin so behindert. Dieselbe Fehler. Hast du die Aktion noch mal von hinten gesehen, Markus? Ja, so war es vorher genauso, oder? Ja, genau. Ich habe jetzt auf dem Tarek 1,1 Sekunden, glaube ich, gut gemacht in den letzten paar Kurven. Ach nee. Jetzt auch besser durch die Radion gekommen. Gib mal ein bisschen Windschatten, Tarek. .245, .246. Kampf um den vorletzten Platz. Ah, 13. jetzt verloren in dem Segment. Nicht gut. Und nochmal 2 Zehntel liegen lassen. Oh, jetzt bist du aber schon gefährlich nah. Ja, ich habe jetzt irgendwo wieder 8 Zehntel gut gemacht in den letzten 2 Kurven. Ne, 3 waren's. Wir haben nur noch eine Runde. Ja, das sollte ich eigentlich schaffen. Ah. Schauen wir mal. Mal sehen, ob ich das auch nicht hinbekomme. Wir haben ja sogar auf Markus und Christian aufgeholt. Windschatten durch die Eau Rouge und Radillon. Und auch mit dem rumgeblieben geflohen. Würde dir nicht helfen. Psychoterror, ne? Tarek, du denkst an 7 Zehntel Rückstand sind kein Grund, keine Divebomb zu versuchen. Dann ich noch. Ach, scheiß doch die Wand an. Okay, bist durch. Da wollte das wissen in der letzten Runde. Sehr schön. 2,5 Sekunden Slowdown. Aber die kosten hier nur 4,5. Das ist geil. Radillon 1,5 Sekunden machen 5 Sekunden auf der Strecke. 2,5 Sekunden nach der Camel Straight machen 4,5 Sekunden auf der Strecke. Oder 4 gerade mal. Ich hätte dich noch bekommen, Tarek. Hätte Fahrradkette. Ja, und dann ein kleines bisschen abgekürzt nach der Camel. In der, wie heißen die, Le Comte, ne? Da oben. Im nächsten Rennen dann. Ja, ja.
Mal gucken, ob ich den Ernst so lange hinter mir halten kann bis zum nächsten Rennen. Ich befürchte nicht. Aber du könntest auch gerne noch einen Fehler machen, Tarik, ehrlich. Würde ich dir nicht übel nehmen. Ah, verdammt! Was? Wer? Wo? Ah, fast. Noch hast du ein paar Kurven. Nee, ich bin schon durch. Ach du, falscher du. Ja, falscher du. Ach Mist, ich lern's irgendwann. Irgendwann kriege ich eure Stimme auseinander, glaube ich. Bei anderen Communities ist es ja eh egal. Da sagen sie vielleicht noch Hallo und dann war's das. Ach Scheiße. Bleib stehen, Tarik! Dann wäre das besser geworden. Immerhin habe ich wieder eine Sekunde gut gemacht im letzten Sektor. Ja. Scheiße, ich hätte dich echt bekommen, die Runde. Ja, weiß ich nicht. Doch, ich doch. Wäre auf jeden Fall spannend geworden. Ich bin wieder da. Dieses bisschen abkürzend oben in den Lecombe. Ah. Schade, schade. Aber hat Spaß gemacht irgendwo, teilweise. Ja. Schade, dass ich am Anfang direkt raus bin. Ja, am Anfang war es sehr, sehr chaotisch. Ja, aber ich weiß nicht, war. Irgendwie war das so, irgendeiner hat mich von hinten angeschoben, dann habe ich mich weggetreten, dann war alles weg. Das war meine erste Race Room Spa Erfahrung gerade. Ernst, du warst viel zu nahe dran. Oh. Trotzdem riecht ganz hinten, so ein Mist. Naja. Wir hätten hier Hockenheim, DTM 2015. Also wir schauen mal, wo es hingeht, bis dann. Ciao. Ciao.